Jo, hallo und herzlich willkommen zu unserem Fußball-Vlog am Donnerstag. Ja, wahnsinnig viel hat sich ja jetzt die Woche nicht getan, aber die dritte Liga geht ja jetzt das Wochenende schon los. Also haben wir doch noch ein bisschen was zu reden, außer Bayern sucht einen neuen Torwart und sucht Immer einen. noch. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also jetzt mal ohne so, keine Ahnung. Wir haben jetzt eine Woche, bevor es wieder losgeht. Ich habe ja auch nur eins gedacht, das ist natürlich auch für den Sven Ulrich, der ja im Moment aktuell dann im Tor stehen muss, auch eine geile Sache. Dass du eigentlich so von deinem Verein gesagt hast, nee, also mit dir eigentlich nicht. Wir müssen jetzt ganz schnell eigentlich einen Torwart finden. Naja, der Julian Nagelsmann hat es sehr, sehr geschickt auf der Pressekonferenz gesagt. Natürlich müssen wir uns auf der Position umsehen, entweder als Nummer 1 oder als Nummer 2. Gut, also heute im Kicker stand händeringend gesucht, weil man eigentlich nicht mehr Ulrich in die Ja gut, Saison. also bevor ich dem Kicker glaube, glaube ich dem Herrn Nagelsmann, der es auf der Das hat aber der Pressekonferenz... Herr Nagelsmann jetzt im Interview von sich gegeben. Und das noch interessantere finde ich, dass zum Beispiel auch dieser Torwarttrainer überhaupt noch nicht damit involviert wurde, der es ja eigentlich am besten wissen müsste, wie gut jetzt eigentlich sein Torwart Ja, ist. ich glaube da, aber ich glaube, da gibt es auch Diskrepanzen, weil der ist ja der Trauzeuge von Manuel Neuer, also Best Buddy. Ja, gut. Ey, das ist ja auch eine So. Sache. Gut, sagen wir mal so, dieses Sommerkonstrukt hätte dann Sinn gehabt, wenn man dann wirklich im Sommer ziehen lässt. Aber gut, da spielt jetzt Gladbach nicht mit. Oder noch nicht mit. Also im Endeffekt, ich würde es auch nur eine Frage der Ablöse sein. Ja gut, soweit ich gestern das überblickt habe, ist ja sogar die Frage, ob die Verletzung von Manuel Neuer sogar schlimmer ist. Also. Also gut, Stand heute ist, dass man davon ausgeht, dass er im Vorbereitungssommer wieder mitmachen kann. Normal. Ja, aber Gut, wenn aber das bis dahin wirklich ist dann wahr jetzt. ist, was gestern gesagt wurde, dass er einen offenen Schienbein- und Wadenbeinbruch hatte, dann macht er im Sommer keine Vorbereitung Ja. mit. Gut, bis jetzt ist ja offiziell noch gar nicht von den Bayern bestätigt worden, was er wirklich hat, außer dass er sich das Bein Ach gebrochen so, ich dachte, dass er verletzt ist. Vielleicht steht er ja selber im Tor und nicht der Ulreich. Ich wollte gerade sagen, und dann am Ende steht doch wieder Manuel Neuer im Tor. Nein, aber ich habe keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, Aber dass er so im gut, Vorbereitung. aber so gut wie Manuel Neuer doch immer ist, der ist doch besser mit einem Bein als viele mit zweien. Ja, also war er mal. Heute würde ich das nicht mehr so ganz unterschreiben, aber einzig, wie gesagt, einzigste Trapp hat gesagt, ja, gab, aber war nicht Thema. Wobei der Sack sich jetzt auch wieder eine lange Zeit lässt, um eigentlich mal seinen Friedrich Wilhelm unter einen neuen Vertragssitz zu setzen. Ja gut, vielleicht muss er das auch erstmal mit seiner besseren Hälfte besprechen, ob sie sich das vorstellen kann mit Frankfurt. Ja, meinst du das so? Oder nochmal woanders hin? Keine Ahnung. Naja. Du? Ich habe gehört, in Saudi-Arabien soll gutes Geld gezahlt werden. Ja, vor allem sagen wir mal so, es ist aber auch schön warm da. Wobei, wie ich ja jetzt gelernt habe am Montag oder auch am Dienstag, auch da regnet es, also in dem Sinne. Ja. Ach du, wie gesagt, Ich glaube aber im Endeffekt, sollen alle machen, was sie wollen. auch Ich beim muss meine Trapp. Kicker-Elf noch sortieren und das reicht. Ah, da habe ich jetzt schon eigentlich. So die bei mir noch Schwachstellen ausgeräumt und ja, ich gehe eigentlich frohen Du Mutes. hattest Schwachstellen, Lars? Ja, Du? auch wenn ich eigentlich ja keine Gegner in dieser Liga hier habe. Boah. Soweit ich weiß, bin ich noch in deinem Windschatten. Also. Nee, mal gucken, also. Ich bin mal gespannt, was die Frau Biene so zaubert. Ich würde dann an deiner Stelle ihr nochmal eine WhatsApp schicken, dass sie das auch dann macht, weil krankheitsbedingt gehe ich momentan davon aus, dass ich schon wieder vergessen habe, was wir am Montag gesagt haben. Ja.
Ja, generell, also auch hier, wie gesagt, wenn ihr mitspielt, denkt dran, bis Freitag, also nächsten Freitag aufstellen. Sonst ist das Fenster zu. Gott. Ja, was hatten wir eigentlich die Woche noch? Ja, Was ich Sebastian. aber auch schon wieder nicht verstehe, ist, warum wir nächsten Freitag am 20. schon nicht mehr, aber das echte Transferfenster geht bis Ende Januar. Ja, das kann dir also jetzt passieren, dass du noch einen transferierst, den du dann wieder raustransferiert kriegst. Ja, das Das sollte war man zum vielleicht Beispiel, mal beim Kicker überdenken. Nur mal so. das war ja die Überlegung, die auch mein Vater und ich haben, Markus Thüram, ja oder nein, weil genau da ja die Problematik liegt. Ist es eigentlich erlaubt, dass du das mit deinem Vater zusammen bedenkst? Ja, also ich bedenke es ja auch mit dir. Also. Ich bedenke mit dir meine Transferüberlegungen nicht. Ich So. weiß, ich kann sie ganz locker sagen, weil ich nicht über Markus Thüram nachgedacht. Ich habe mal drüber nachgedacht, aber ich habe mich für einen anderen Firma entschieden. Muss ich mir aufschreiben. Muss gleich, wenn wir hier fertig sind, bei dir mal in die Aufstellung gucken. Ich wollte gerade sagen, ja, unendlich geheim. Das sind ja alles nur Fake-Transfers. Ich tausche ja erst die richtige Mannschaft am Freitag dann an. Weißt schon, dass du nur vier Transfers machen durftest. Ja, hat er mir auch jedes Mal gezeigt. Kein Problem. Wie gesagt, dann war ja gut. Gab ein paar Sachen, wo wir jetzt nachjustiert haben und mal gucken. Das ist ja eigentlich generell ein bisschen der Nachteil vom Kickerspiel, dass du ja dann in der zweiten Saisonhälfte doch sehr, sehr viele, sehr, sehr ähnliche Mannschaften hast, weil natürlich jeder sich so dann auf die Stärken der Vorrunde konzentriert. Ah, nee, dann gebe ich dir einen Tipp. Guck dir mal die Mannschaft von der Biene Ja. Ja, gut, also es gibt schon ein paar sehr interessante Mannschaften. Und Leute, die also irgendwie anscheinend anders Fußball gucken. Ich habe immer gedacht, Bellareti guckt anders Fußball als ich und sieht andere Spiele, aber. Ja, ich weiß, wir haben auch bei uns in der Liga haben wir eine junge Dame, die hat gezielt Bankspieler gekauft. Ja, gut. Auch die Also Frau für die hat erste Mannschaft und die Bank. Du weißt, das war die Idee. Wir haben ja auch gesagt, generell Sportfläche. Wir wollen breit aufstellen. Wir wollen alle Blickpunkte des Sports betrachten. Da muss auch mal einer sich um die Leute, die eigentlich nicht so in dem Fokus stehen, kümmern. Ja, du, hast du völlig recht. Aber wenn ich drei Torhüterpositionen zu be belegen habe und ich habe für alle drei Torhüterpositionen den zweiten und den dritten Torhüter nur genommen aus Vereinen, dann wird das schwer, einen Torhüter zu finden, der dir am Spieltag die Punkte bringt. Das ist, wie gesagt, das ist wohl wahr, aber Herrgott, sie übt vielleicht noch. Nächstes Jahr wird, du weißt doch, wird alles besser. Gut, so, jetzt nochmal zurück zum bösen Sport. Ja, das Gerücht, was ja jetzt hier in Frankfurt auch durchgewabert ist, Sebastian Rode will 24 aufhören. Gut. Ich habe nur bei mir gedacht, aber gut, er ist ja 34 und ist eh jetzt schon ein körperlich schwer angeschlagener Spieler. Ja, Ist vielleicht sinnvoll, wenn er bei aufhört. Sebastian Rode bin ich eher der Meinung, ich bin gespannt, wie er bis 24 das machen möchte. Ja, wie gesagt, er kommt eigentlich heute kaum noch über 90 Minuten. Also deshalb, also für mich eigentlich ein logischer Schritt zu sagen, naja, der Vertrag läuft aus und dann zu sagen, okay, ich kann eh mit den schweren Verletzungen nicht mehr so, wie ich eigentlich will. Der Körper spielt da nicht mit, dann läuft mal auf. Gut. Ja, du. Ich meine, man muss sich ja angucken, wie oft er schon in jungen Jahren verletzt war, teilweise sehr, sehr schwer verletzt war. Und wenn du dir jetzt anguckst, wie viel mit ihm noch geht, wenn er kommt, muss man sagen, ist er immer noch ein Faktor im Ja. Spiel. Aber du musst auch sagen, ab der 60. Minute siehst du dann, jetzt wird es schon schwer. Ja. Oder auch, gut, wie gesagt, für mich im Prinzip in der Rolle, wie er jetzt die Saison gespielt hat, siehst du, wie wertvoll er noch ist. Auch, wie gesagt, entweder die halbe Stunde, wenn er halt erst in der zweiten Halbzeit kommt, oder halt die ersten 60 Minuten. Das hat natürlich schon eine
eine ganz schöne Mentalität auf den Platz bringt. Aber ich glaube schon, also sagen wir mal so, wenn er dann aufhört, ja, natürlich, irgendwo fehlt wieder eine Integrationsfigur in Frankfurt, aber sagen wir mal sportlich, ist es verschmerzbar. Ja, solange wir unseren Japaner behalten, ist alles gut. Ja gut, also der hat ja noch 5 Jahre Vertrag, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ja, du, der geht auch erst steil auf die 40 zu. Also. Ja gut, wie gesagt, keine Ahnung, was der macht, aber das scheint gut zu sein. Ich habe mal gelesen, er nimmt ziemlich kalte Bäder. Ja, oder so, also erst kalt und dann auch so zum Entspannen in diese japanischen Heißen, wo, also ich sicher nicht reinkomme, ich weiß nicht, ich glaube, du auch nicht, bei 36 Grad heißes Wasser. Ja. Yeah. Ich will ja nicht gar rauskommen. Ja, genau. Aber die Japaner machen das ja leidenschaftlich und also keine Ahnung. Bin mal gespannt, was der andere macht, der dann auch so lang durchhält. Aber die halten ja generell lang durch. Ich weiß gar nicht, wo er spielt. Irgendeiner spielt ja noch mit 51 im Profifußball. Ja, in der japanischen Liga. Ja, also. Ja. Gut, aber in Japan gibt es auch eine Insel der 100-Jährigen. Ja. Also. Die machen eh was anderes. Naja. Gut, also in dem Sinne ist der Hasebe ja noch ein Teenager. Bestes Fußballer. Ich sage auch nur Noriaki Kasai. Da stürzt sich immer noch die Schanze runter. Runter, ja. Und jetzt zwar nicht mehr im Weltcup, aber immer noch, ist immer noch dabei. Also, du, wie gesagt, auch das, ja. Wenn es einem Spaß macht, er nimmt im Prinzip die Leistung für den Wettbewerb, wo er antritt, bringt. Warum nicht? Ist Alter ja kein Thema. Ah ja. Gut. So, dann Liga 3. Geht ja gleich gut los mit 1 gegen 3 oder besser gesagt 3 gegen 1. Wien Wiesbaden empfängt Elversberg. Ich würde schon immer noch sagen, die Überraschungsmannschaft der Vorrunde. Denn als Aufsteiger so souverän vorneweg zu marschieren, glaube ich, hat kaum einer wirklich auf dem Zettel gehabt. Ja, am Zettel hat es keiner gehabt, aber die ersten Spieltage war es dann irgendwie auch noch ein Phänomen, aber dann irgendwann, gebe ich ganz ehrlich zu, hatte ich mich auch für mich persönlich jetzt daran gewöhnt, dass das, was sie da alles machen, Hand und Fuß hat. Und wenn du dir die Spiele oder ein paar Spiele angeguckt hast, dann hast du ja auch gesehen, da war wenig Glück dabei. Nee, das, wie gesagt, es ging ja eigentlich gut. Im Prinzip ging es ja mit der Sensation schon los, als Leverkusen sehr souverän aus dem Pokal gejagt haben. Und eigentlich habe ich etwas gesagt, dass seit der Zeit spielen die eigentlich den Stiefel weiter. Und, ja. Und wenn man jetzt halt guckt, wir haben 10 Punkte Luft. Ich glaube schon, die da wirklich nochmal davon nach oben zu vertreiben, das wird eine schwere Sache. Also ich glaube, dass Elversberg wirklich durchmarschiert. Ja, aber für mich ist auch hier der Nachbar aus Wiesbaden eine Überraschung. Ja, gut, ich weiß nicht, ich verfolge ja ein bisschen die Wiener auch immer. Da liebäugelt man ja eigentlich ähnlich wie bei also meinem Nachbar immer noch, auch immer wieder mal mit dem Aufstieg, aber irgendwo hat man es immer wieder verbaselt. Also, ja, aber trotzdem, dass sie jetzt da so konstant in dieser Saison da oben mitspielen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allem nach den Jahren davor. Also. Gut, du musst natürlich die 60er haben also Richtung Dezember schon einen Einbruch hingelegt. Da geht ja gar nichts mehr, denn die haben ja sehr, sehr souverän angefangen. Da muss man jetzt halt auch. Ja, aber das machen die 60er immer. Die 60er haben immer einen Lauf, wo du denkst, okay, jetzt dieses Jahr, jetzt rocken sie es und dann macht es irgendwann Peng und dann geht ja gar nichts. Also, ja. Das ist jetzt mittlerweile, würde ich sagen, das ist so ein 60er-Fluch. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, es war auch nur, sie waren ja eigentlich die ganze Zeit mit Elversberg auf Augenhöhe und dann plötzlich, ja, wie gesagt, jetzt liegt Elversberg 11 Punkte vor Löwen. Und die Löwen, muss man jetzt auch eins sagen, gut, noch ist nichts passiert, auf wen ist es ein Punkt, auf Saarbrücken 3, aber sie starten jetzt beim Waldhof. Das ist nicht unbedingt ein
einfaches Auswärtsspiel, wenn du das verlierst. Saarbrücken ist daheim gegen Duisburg, das werden sie wahrscheinlich gewinnen. Das heißt, es reißt schon wieder ein bisschen nach oben ab. Tja, aber das sind die 60er, glaube ich, leider gewohnt. Ja, klar. Ja, gut, eine andere, sagen wir mal, negative Überraschung in dem Sinn, oder beziehungsweise vielleicht noch nicht mal negativ, aber Überraschung in dem Sinn ist natürlich Dynamo Dresden. Also vor der Saison habe ich gesagt, ja, Dresden kannst du auf 1 durchbuchen und die steigen direkt wieder auf. Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, von Dresdnern habe ich mir ein paar Spielchen angeguckt. Da passt irgendwas nicht zusammen. Ja. Also gebe ich so jetzt mal. Also da stimmen auch teilweise irgendwie die Routinen und die Laufwege nicht. Also das wirkt teilweise ein bisschen vogelwild. Ja, das, sagen wir mal so, im Prinzip, sie erinnern mich ein bisschen an die Magdeburger in der zweiten Liga. Entweder es funktioniert alles nach vorne oder sie machen hinten dermaßen haarsträubende Fehler. Dass du irgendwo auch sagst, ja, so kannst du keinen Spieler gewinnen. Ja, wie gesagt. Hat er jetzt aber dazu auch einen Kommentar von Rudi Bommer gelesen, der sogar eher in die Richtung geht, dass sie sogar aufpassen müssen, dass sie nicht noch mehr in den Abwärtsstrudel reingeraten. Gut, also im Moment würde ich sagen, wie gesagt, ja. Nach oben ist es schwer, das sind schon 10 Punkte, nach unten sind 9. Also man könnte sagen, wir sind eigentlich im Moment so das klassische Mittelfeld. Ja, aber wie gesagt, wenn du jetzt die nächsten 3 Spiele oder 4 Spiele wieder nicht performst, dann bist du relativ schnell nicht mehr im Mittelfeld, sondern unten drin. Ja, natürlich, zumal, also wie gesagt, RWE ja doch auch nach Startschwierigkeiten schön ins Rollen gekommen sind als Aufsteiger. Und wenn ich so im Keller gucke, die Auer, sind da, so, da sah es ja auch schon eine sehr nach, gute Nacht aus, sind Richtung im Dezember wieder ins Laufen gekommen. Also, es sind ja auch namhafte Vereine unten drin. Darf man auch nicht Ja, vergessen. von Namen her ist die dritte Liga sowieso sehr, sehr gut bestückt. Ja, Also. gut, das zeigt sich ja auch an den Zuschauerzahlen und allem. Also, es ist ja eine interessante Liga geworden. Aber trotzdem, so irgendwo, also für Dresden, ich weiß nicht, irgendwo, wie gesagt, bin ich etwa, ich sage ganz ehrlich, bin ich immer noch wirklich überrascht, wie weit hinten dran wir jetzt eigentlich geraten sind. Wie gesagt, ich habe mir ein paar Spiele angeguckt und ich fand das teilweise sehr unausgegoren, was da gekickt wird. Ja, Also. gut, wir hatten ja jetzt auch lang Zeit, das muss man ja auch wirklich sagen, es ist ja praktisch wirklich wie im Sommer ein Neustart. Denn so lange, wie die Pause war, ist ja jetzt wirklich alles nochmal in Form und da war weg, ist es alles neu gewürfelt. Und mal gucken, was und wie es auch geht. Darauf, glaube ich, können wir alle gespannt sein, wie die deutschen Vereine diese extrem langen Pausen, weil wenn man ehrlich ist, es sind ja 2 Pausen. Sie haben erst noch weiter trainiert, dann haben sie Winterpause gemacht, dann sind sie jetzt wieder im Trainingslager. Also deswegen, da muss man sowieso gespannt sein. Wie es funktioniert, ja. Ja. Aber gut, wie gesagt, ich denke mal, für die eine oder andere Mannschaft, gerade in der Bundesliga, wenn ich jetzt spontan, fällt mir halt Union Berlin mal ein, wo du wirklich auch im Dezember gemerkt hast, dass denen ein bisschen die Kraft ausgegangen ist, dass die natürlich die Zeit gut genutzt haben. Keine Ahnung, wie das jetzt, sagen wir mal, für ja, sagen wir mal, die Kellerkinder Bochum, Schalke, die natürlich jetzt auch dann eine lange Zeit hatten, mal was wirklich zu trainieren, machen, zu tun, wo du ja auch in den vielen englischen Wochen nicht dazu gekommen bist. Also, deshalb. Die Vorbereitungsspiele bei Schalke sehen jetzt nicht so aus. Naja, zumal also da auch der Verletzungen ja schon heftig reinjagen. Also Polter mit Kreuzband raus. Der Torhüter, ja. Torhüter hat sich jetzt auch, glaube ich, Kreuzband, also. Ja. Deshalb, also muss man mal abwarten. Auch da hat sich auch ein Transfer noch wenig getan. Das ist eigentlich auch eine Sache, die ich ein bisschen überrascht hatte. Das ist eigentlich so 12 Tage, ich dachte eigentlich, es geht relativ zügig los, aber tut sich eigentlich wenig, wenn man ehrlich ist.
Vielleicht ist das der große Plan der Bochumer gewesen. Die schicken den Reis nach Schalke, damit der Reis Schalke kaputt macht. Ja. Und dann steht der erste Absteiger fest. Ja, naja, Gott. Da ist doch ein großer Plan dahinter von Bochum. Da ist ein Riesenplan. Ja, die Bochumer sind clever. Die Unabsteigbaren. Du weißt, die arbeiten dann mit allen Mitteln. Ja. Anderes sagen wir wissen ja, wer in Bochum, wir wissen ja, wer in Bochum lebt. Ja, die ist ja mehr Wandschalt. Ja, auch Bochum. Ja, aber die Lorheit ist, glaube ich, nicht wirklich. Auch Schalke, auch Bremen, auch Bayern. Ja. Deshalb. Nur Eintracht nicht. Da haben wir beide Glück. Da haben wir Glück auf Kur. So, zum Schluss nochmal eine ganz kurze Stellungnahme von dir, Völler. Stellungnahme. Stellungnahme, ja, natürlich. Jetzt kommt's. Völler als Bierhoff-Nachfolger. Ja, nein, gut. Da bleibe ich dabei. Erstmal würde ich gerne mal von diesem Gremium, was da zusammenfindet, die Stellenbeschreibung hören, bevor ich den Namen höre. Also, die Stellenbeschreibung ist geheim. Außerdem dachte ich, Freddy Bobic ist Top-Kandidat. Also, ja, was ich jetzt heute gelesen habe, Völler, und der Völler scheint auch nicht abgeneigt zu sein. Hat sich aber jetzt Bedenkzeit wieder erwähnt. Gut, jetzt noch einmal. Erstmal, ich bin wirklich erstmal der Meinung, wenn wir jetzt über den DFB reden, es ist erstmal wichtig, dass für viele Sachen, die da im DFB schieflaufen, erstmal wirklich geklärt wird, was wollen wir verändern, in welche Richtung wollen wir gehen, welche Stellschrauben wollen wir drehen. Wenn das geklärt ist, dann kann man auch ein Jobprofil ausarbeiten oder so sollte man es machen. Und wenn man das Jobprofil ausgearbeitet hat und man findet heraus, das ist deckungsgleich mit Rudi Völler, glaube ich jetzt nicht, dass du mit Rudi Völler einen Fehler machst. Aber ich glaube auch nicht, dass du einen Fehler mit Freddy Bobic machst. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, wir müssen jetzt erstmal das Jobprofil herausarbeiten und dann können wir von mir aus auf die Suche gehen, wen wir nehmen. Aber natürlich machst du mit dem Rudi Völler, glaube ich, nichts falsch. A, ist er selber Spieler gewesen, Weltmeister 90, dann war er Teamchef, ist immerhin Vize-Weltmeister in Japan geworden mit der Mannschaft. Er hat keine Ahnung, wie viele Jahre bei Bayer Leverkusen auf der Sportdirektorposition gearbeitet und eigentlich, wenn du dir das anguckst, auch gut gearbeitet. Jetzt lassen wir mal die Titel weg. Dann ist er natürlich ein Sympathieträger im deutschen Fußball, was, glaube ich, dem DFB auch gut tut, dass sie auf gewissen Positionen einfach mal Leute haben, wo ein Großteil in Deutschland sagt, jo, das ist Tante Käthe oder unser ja, Rudi. Und dann ist es gut, dann ist das okay. Also ich glaube, wenn das Jobprofil auf ihn passt, dann macht man da keinen Fehler. Aber nochmal, ich glaube auch, wenn das Jobprofil passt, macht man auch mit Freddy Bobic keinen Fehler. Und ich glaube, beide sind intern relativ unangenehme Gesprächspartner. Gott. Und das ist, glaube ich, auch das, was für den DFB momentan sehr, sehr wichtig ist, dass sie vielleicht auch an einigen Positionen mal Leute haben, die nicht immer nur das Gleiche sprechen, sondern vielleicht auch mal sagen, da ist eine Wunde und ich lege nicht nur den Finger rein, sondern die ganze Faust. Ja, gut. So, das war's für heute. Ja, und deine Meinung? Warum muss ich immer meine Meinung präsentieren? Weil ich habe den Vorteil, dass ich das Ding hier machen durch dich fragen kann. Meine Meinung ist eigentlich, ja, im Prinzip, ganz kurz zusammengefasst, bin ich eigentlich mit dir d'accord, wenn man das so schön immer macht. Nein. Also ich könnte mir einen Völler, wie gesagt, aus dem Punkt, wenn das passt, ich glaube auch, dass es passt, gut vorstellen. Wie gesagt, er bringt eine gewisse Sympathie mit, er ist ein akribischer Arbeiter und ich glaube schon, dass dann auch wirklich was wieder vorwärts geht. Aber wie gesagt, man müsste halt ein bisschen mehr drumherum wissen. Ich kenne einen Negativpunkt. Er ist zwar gebürtiger Hesse, aber er hat für den OFC gespielt. Ja, und kommt aus Hanau. Also das sind schon ein paar, aber... Ja, gut, aber deswegen habe ich das jetzt mal mit, er ist gebürtiger Hesse. Ja. Naja, gut. Aber...
Ist so. Gott, das war's für heute. Nächste Woche haben wir endlich wieder Bundesliga. Dann geht es ein bisschen zum. Ist ja noch nicht mal der erste Spieltag. Es ist ja eigentlich der vorletzte Spieltag der Hinrunde. Ja. Deshalb in dem Sinne, aber vorher Montag, ciao. Machen wir dann eigentlich nach der Hinrunde nochmal eine Pause? Ja, dann gibt es Winterpause. Also wir tun jetzt im Januar den Gut. Herbstmeister finden, dann den Wintermeister und dann machen wir irgendwann weiter. Keine Ahnung. Nee, in dem Sinne, macht's gut. Am Montag die Brenz von unserer Sabine, da ist sie wieder dabei. Ansonsten habt ein schönes Wochenende. Genießt nochmal die Bundesliga-freie Zeit und dann nächste Woche geht's wieder los. Bis dann, macht's gut. Ciao.